Hallöchen, seid mir gegrüßt. Shoot Mania. Genau, ich wollte das Spiel ja mal ein bisschen näher vorstellen. Es gibt mehrere, ja, Mods, Modus, wie auch immer ihr das nennen wollt. Wir spielen hier gerade sowas ähnliches wie Herrschaft. Ich muss ehrlich gestehen, ganz so dolle kenne ich mich ja mit dem Spiel jetzt auch nicht aus. Hab das aber schon mal in der Alpha-Beta gespielt. Und ich fand das sehr interessant. Das ist jetzt auch wieder ein anderer Modus. Andere Map. Diese Herrschaftsgeschichte gibt es da auf unterschiedliche Art und Weise. Hier muss man zum Beispiel erst auf so einen Point starten, das wir einnehmen bzw. verteidigen. Jetzt sind wir halt im Verteidigungsmodus. Müssen jetzt die anderen daran hindern, dass die an dieser Flagge, wenn man das so nennen möchte, stehen und das dann hochladen. Umso mehr sie nach oben laden, umso mehr Punkte bekommen sie und das gilt halt auch, oder das zählt einfach für den Gewinn, ne? Also es ist jetzt nicht abschussmäßig, das ist bei Team Deathmatch, gibt es hier auch. Es gibt dann noch verschiedene Battle-Versionen und, das müsst ihr euch alles mal anschauen. Ich habe auch unten mal in der Videobeschreibung, habe ich das Ganze mal verlinkt, wo ihr euch die Beta runterladen könnt. Habe ich im Trailer auch, also es gibt da schon einen Trailer auf dem Kanal. Ich habe auch schon, glaube ich, damals bei der Alpha habe ich auch schon mal ein paar Sachen rausgehauen. Denn auf meinem eSport Games Kanal gibt es auch noch mehrere Trailer und meine ich auch ein Gameplay. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welchem Kanal es ist, aber ihr könnt ja mal gucken. Das ist auf dem eSport Games. So, Shootmania Storm ist natürlich ein Mehrspieler, ausschließlich. Gibt es keinen Singleplayer. Ist ein First-Person-Shooter. Und das Ganze ist wirklich mal eine schnelle Geschichte. Da geht es wirklich nur um Skill. Man muss ein bisschen vorhalten, weil die Schüsse, wie ihr seht, brauchen ja eine Weile, bis sie dann da ankommen, wo der Feind ist. Und der bewegt sich halt dann auch noch sehr schnell. Es gibt da so einen Trick, dass man die Schüsse so lenkt, dass er entweder also nicht mehr nach links und nach rechts weg kann, also zwei Schüsse links, zwei Schüsse rechts, sodass man den halt so ein bisschen einkreisen tut. Das muss man aber wirklich eine Weile üben, bis man das drauf hat, also da fehlt es bei mir noch ein bisschen. Und ich sag nochmal ein bisschen was zu der Geschichte, was man alles an Schussmöglichkeiten hat. Also das ist so die generelle Version, dass man halt diese vier Schüsse hat, links unten, ist auch der Balken dazu. So, habt ihr gesehen, das lädt sich dann langsam wieder auf. Ich rate euch, ladet immer mindestens zwei irgendwo auf und geht dann erst ins Gefecht. Also eigentlich sollte man mindestens die vier Balken haben, sonst könnte man in Schwulitäten geraten. So, des anderen kann man mit dem rechten Maustaste kann man springen bzw. gleiten. Auch das ist begrenzt und muss dann halt wieder aufgeladen werden. Und in der Mitte der Balken ist die, wie oft man getroffen wurde. Also man kann zweimal getroffen werden, dann ist Feierabend. So, was kann man noch Schönes sagen? Es gibt es leider nur auf PC momentan. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie auf eine Konsole irgendwie folgt. Das weiß ich nicht. Das Ganze ist von Ubisoft und Nadeo hat es entwickelt. Dann gibt es noch einen, ja sagen wir mal, Schwesterspiel dazu. Das ist das Trackmania. Gibt es bei mir auch auf dem Kanal. Ein wunderschönes Video, da habe ich mir ein eigenes Auto erstellt, lackiert. Könnt ihr euch gerne mal angucken oder ich verlinke es einfach hier im Anschluss als Anmerkung. Die Grafik kann man sich auch individuell einstellen und funktioniert dann halt auch mit etwas schwächeren PCs. Und für die etwas besseren PCs, da hat man dann wirklich auch eine richtig gute Grafik. Ja, es gibt unzählige Karten. Also man kann selber Karten erstellen, das zeige ich gleich im Anschluss noch. Da habe ich den Map. Editor. Meine Güte, ich habe es heute aber auch schwer mit dem Quatschen. Den Map-Editor
noch mit aufgezeichnet. Guck mal da, dritten Platz sogar habe ich da eben gemacht. Habe ich extra nochmal eingeblendet. Ich nur wieder. Und da kann man eine eigene Maps bauen und die kann man halt auch online stellen. So, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Sowas ähnliches auch wieder wie Herrschaft. Und zwar greift da einer an und die anderen müssen verteidigen. Da ist es aber so, wenn ich den einen Schuss abkriege, dann ist man halt weg. Der andere hat, soweit ich weiß, viermal kann der getroffen werden. Genau. Wenn der natürlich dann die Verteidiger alle schon weggeholt hat, siehst du, jetzt hätte ich den einmal schon getroffen, das zählt jetzt bei ihm eins weg. Ich kriege einen Schuss ab und bin dann platt. Dafür verteidigen halt mehrere. So, jetzt bin ich der Angreifer. Aber das habe ich jetzt auch nicht komplett aufgenommen, weil ich habe die blöde Fahne nicht gefunden. Das war ein bisschen fail. Und zeige euch jetzt nur mal... da habe ich jetzt einen direkt weggeholt und, ach, da seht ihr, drei Schüsse kann ich verkraften, bevor ich dann wirklich down bin. Ja, wenn ich alle Verteidiger weggeballert habe, dann habe ich das Spiel, die Runde gewonnen. Dann gibt es auch so ein Warm-up, da kann man dann so ein bisschen vorab spielen. Und wenn man dann soweit ist, dann kann man einfach Ready F6 drücken und dann geht's los. Kann man genau entscheiden, ja, ich möchte als erstes starten oder ich möchte als zweiter, also erster als Verteidiger oder direkt als Angreifer schon. Das geht halt auch. Jo, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Map-Editor und das habe ich direkt kommentiert. So, dann gucken wir uns jetzt mal den Map-Editor an. Und dann nehmen wir gleich mal das Erweiterte. Und ich würde gerne Land und dieses bitte in der Nacht... Das sieht richtig geil aus. Du hast so unendlich Muni und kannst dann so in den Himmel schießen. Irgendwie, das sieht richtig cool aus. So, da haben wir zum einen, haben wir hier Hügel und sowas. Das kann man sich alles hier und Löcher beispielsweise. Wir machen mal hier ein Hügelchen hin. Ihr könnt das Ganze, seht ihr das, nah ranholen und wegdrehen. Ach so, der muss auf den Boden. Entschuldigung. Warum geht das nicht? Ah, jetzt haben wir es. So, da hätten wir schon mal den Hügel. Dann brauchen wir natürlich einen Start. Nehmen wir mal das hier. Mit dem Rechtsklick könnt ihr die ganze Sache dann drehen. So, da haben wir jetzt einen Start. Und wir machen mal hier ein Ziel hin. Also, ihr seht, das ist jetzt zum Beispiel für die andere Gruppe. Wenn man denn jetzt gegeneinander spielen möchte, hier kann man jumpen. Das wäre jetzt zum Beispiel kerzengerade in die Höhe. Ja, oder mal drehen das Ganze. Nochmal drehen. Dann fliegt man in die Richtung. Oder eher geradeaus, wäre dann flacher, wäre dieses hier. So, was haben wir noch Schönes hier? Haben wir... Schauen wir mal, was das hier ist. Wir können uns das ja gleich mal alles denn auf der Map angucken, deswegen baue ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen hier hin, denn... Kann man das Ganze ja mal sehen. Okay. Ach ja, das sind diese netten Felder, wo man sich dann draufstellen kann, um diese andere Schussmöglichkeit zu haben. Wir bauen einfach mal ein paar Sachen hier hin, damit wir uns das nachher mal anschauen können. So, was haben wir hier? Ach, das sind diese Rutschdinger. Ne, jetzt habe ich das noch. Also das nochmal weg mit entfernen und dann können wir das hinbauen. Okay, was haben wir hier noch?
Okay, wofür das hier ist, weiß ich jetzt auch nicht. Das müsst ihr halt alles mal nach und nach rausfinden. Also, hier haben wir noch solche Gitter, damit die kleinen Menschen nicht runterfallen. Hier hat man zum Beispiel solche Eingänge. Können wir auch mal hier hinbauen. Könnt ihr euch das nachher mal anschauen? So, was gibt es noch Interessantes? Bäume können wir auch pflanzen. Hey. Zack. Paar Bäume hinpflanzen in verschiedene Arten und Weisen. Büsche. Also man hat hier wirklich ohne Ende Möglichkeiten, wie ihr seht. Okay. Keine Objekte verfügbar. Ah, jetzt kann man dem Ganzen dann noch eine Farbe geben, beispielsweise. Na gut, also wie gesagt, das kann man alles denn mal so ausprobieren. Jetzt wollen wir das Ganze mal antesten. So, jetzt bin ich auf der eigenen Map, die ich jetzt eben erbaut habe. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel so ein Sprungteil. Wunderherrlich. Cool, wa? Das meinte ich mit dem ohne Ende Muni. Das hat man einfach hier zum Ausprobieren. Sieht richtig geil aus, oder? Deswegen mag ich das auf so einer dunklen Map. Da kann man das nämlich viel, viel geiler sehen. Ja, das wäre jetzt hier so ein Eingang. Ihr seht, jetzt habe ich zum Beispiel hier diese explodierenden Dinger. Könnt ihr jetzt da an der Wand gleich mal sehen. Die explodieren dann. Und hier könnte man jetzt theoretisch gesehen noch ansetzen, um den unterirdisch weiterzumachen, beziehungsweise in so einer Röhre. So, jetzt zeige ich euch nochmal die andere Schussmöglichkeit. Das wäre das hier. Da muss ich aber jetzt erstmal irgendwie drauf kommen. Ich hoffe, dass ich mir jetzt irgendwie ein Sprungding gemacht habe, dass ich da auch irgendwie drauf komme. So, du führst auf jeden Fall nach oben. Man kann mit WASD so ein bisschen lenken in der Luft. Aber wie ihr gerade gesehen habt, hat das nicht ausgereicht. Deswegen versuche ich das nochmal von hier. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Nee, das wird nicht reichen. Ja, schade. Sorry. So komme ich jetzt leider nicht da drauf, glaube ich. Nee. Das wird wohl nichts werden. Ich müsste zumindest irgendwie hier auf diesen Klotz drauf kommen. Egal. Das andere habt ihr ja vorher schon gesehen, wie die Schussfrequenz aussieht. Hier, das ist auch leider ein bisschen hochgebaut. Deswegen komme ich da jetzt auch nicht drauf, weil das schießt mich in die andere Richtung. Ja. Aber wir können ja noch mal rausgehen aus der ganzen Geschichte. Also bin jetzt wieder aus dem Editor raus. Und da können wir ja mal gucken, ob wir hier jetzt noch mal so ein Sprungteil hinbauen können. Ach so. Das Ganze, wie gesagt, kann man dann auch noch mal in den Boden reinbauen. Seht ihr? Und dann kann man das Ganze. Ach Gott, wie war das denn nochmal? Ich muss irgendwas festhalten und dann. Opa. Ich weiß nicht mehr, irgendwie kann man das Ganze denn auch noch drehen und so weiter, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Egal. Das könnt ihr euch ja dann mal selbst anschauen. So. Entschuldigung. Jetzt baue ich mir erstmal hier. Genau. Ein Sprung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. So. Da haben wir jetzt einen Sprung, deswegen gehen wir jetzt noch mal kurz da drauf. Wuppa. Ich wollte zumindest den einen Schuss noch zeigen. So, das ist der Elektroschuss.
Normalerweise braucht das ganz lange, bis sich das wieder aufgeladen hat, aber wie ihr hier seht, das ist ja bei Map Editor ist es dann nicht mehr ganz so tragisch. Da hat man dann Dauerschuss. Also da kann man wirklich viel, viel Zeit mit verbringen, wie ihr seht. Ich finde das geil, das sieht richtig cool aus. Gerade auf der dunklen Map. So, und das wäre jetzt zum Beispiel der Eingang dann halt in so eine Unterwelt. Die kann man dann auch noch machen. Das müsst ihr aber alles mal ein bisschen selbst rausfinden. Ja, wenn euch das wirklich näher interessiert, wie der Map-Editor funktioniert, könnte ich mich eventuell auch dazu hinreißen lassen, um das Ganze ein bisschen näher zu betrachten. Aber das ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr aufwendig. Oh, mal gucken, ob wir hier nochmal auf den Hügel kommen. Na komm, schieß mich mal nach oben, mein Gutster. Absolut geil, oder? So, seht ihr, das meinte ich eben hier. Das sind diese, ja, Gitter, die man dann noch dahin bauen kann. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Man kann hier noch in den Untergrund und. Also es ist echt der Hammer. Ich finde das Spiel richtig cool. Dafür, dass jetzt die Beta open ist und jeder das ausprobieren kann. Wunderbar, da kann man sich entscheiden, ob man sich das Spiel holt oder nicht. Und ich verabschiede mich mit einem 360-Rundumschuss. Haut's drin, bis zum nächsten Mal, euer Pink Panther. Mal ein paar Vögel abschießen hier.